Für Janin Ullmann geht ein Traum in Erfüllung, einmal bei Let's Dance als Kandidatin auf der Bühne stehen und das Publikum verzaubern, das wollte Janin Ullmann schon immer mal machen. In der 15. Staffel der beliebten Tanzshow wird dieser Traum endlich wahr, denn die Moderatorin ist bei Let's Dance 2022 mit von der Partie. Das Tanzen an sich ist für die 40-Jährige übrigens nichts Neues, wie sie uns im Video verrät. Dank Viva gelang Janin Ullmann der Durchbruch. Janin Ullmann, Jip Reinhardt, wurde in der DDR geboren, wo sie gemeinsam mit ihrer alleinerziehenden Mutter und ihrer Schwester in einem Plattenbau in Erfurt aufwuchs. Ihre ersten Schritte in der Medienbranche machte die Let's Dance-Kandidatin nach ihrem Abitur, als sie sich für die Teilnahme an einem Moderatorencasting für den Musiksender Viva entschied. Am Ende setzte Janin sich gegen 3000 Bewerberinnen durch und wurde schließlich aus den Top 25 per Publikumsvoting innerhalb der Sendung interaktiv zur Gewinnerin. Nach einer Woche Co-Moderation und viel positiver Resonanz nahm Viva die damals 18-Jährige unter Vertrag. Janin moderierte daraufhin Bühnenshows wie die Bravo Super Show RTL, berichtete 3 Jahre in Folge aus dem Greenroom des deutschen Vorentscheids des ESC ARD, moderierte den renommierten Musikpreis Echo Jazz NDR und den Bundesvision Song Contest an der Seite von Stefan Raab Pro7. 2012 entschied sich die heute 40-Jährige für eine journalistische Ausbildung, die sie bis 2014 beim Norddeutschen Rundfunk absolvierte. Das von ihr in der Zeit entwickelte Talkformat Bilder von dir lief danach erfolgreich im NDR und wurde 2015 für den Grimme-Preis in der Kategorie Unterhaltung nominiert. Seit 2014 gehörte Janin zum festen Ensemble der Satire-Show Extra 3, die abwechselnd im NDR und in der ARD zu sehen war. Im Team von Extra 3 gewann Janin 2016 den Deutschen Comedy-Preis und 2018 den Deutschen Fernsehpreis. Janin Ullmann setzt sich für Frauen ein. Ab 2018 führte Janin am Samstagabend durch die von Stefan Raab entwickelte Erfindershow Das Ding des Jahres und präsentierte die Primetime-Show Die Besten, Pro7. Seit 2019 koproduzierte sie gemeinsam mit Studio Womans den Lifestyle-Podcast GQ, Nice am Stiel, hier auf Audio Now hören, für den Condé Nast Verlag, den sie auch hostete. Für ZDF Neo drehte die Let's Dance-Teilnehmerin das zweiteilige Social Factual Wie lange ist für immer? Und übernahm im selben Jahr den deutschen Juryvorsitz des ESC 2021. Außerdem trat sie beim Duell um die Welt Pro7 im Team Joko an und wurde von Klaas nach Südtirol zur Schaukel des Todes geschickt.